Bitte spring jetzt an. So. Geil. Ich hätte mich manchmal ein bisschen Ansprengprobleme in Sachen Batterie und so. Boah. Und jetzt kommen wir um die Kurve hier, wa? Alter, die Karre fahre ich wie ein Anfänger und damit erstmal herzlich willkommen. Zu Red Riding. Wir haben die krankesten Fehlzündungen der Welt. Riding. So ein Ding zu fahren ist echt gar nicht so einfach. Also, du musst, trotz dass du so tief bist, lange Beine haben. Dann musst du starke Hände haben, in denen du nicht so leicht einen Krampf kriegst. Ich kenne ja die ein oder andere Motorrad-Vloggerin, die mal durch zu viel Kuppeln eine Sehnscheidentzündung in der Hand gekriegt hat durch ihre Kopplung. Weil das arme Mädchen so schwache Hände hatte. Oh mein Gott. Und deswegen braucht er ein bisschen starke Hände. Und ihr braucht auch ordentlich, sag ich mal, ein bisschen Erfahrung mit Motorradfahren. Weil so ein Riesending zu fahren, ist echt mal was anderes als ein kleines Spielzeugmotorrad, so eine kleine Tausender. Die kann ja jeder fahren. Da passiert ja nicht viel, ja. Aber das Ding hier ist eine ganz andere Ausnahme. Da musst du dich erstmal dran gewöhnen, ja. Allerdings, wenn du hier mal am Gashahn drehst, bist du natürlich nicht gleich so ultra schnell vorwärts wie mit einer Tausender. Oh! Gut, dass ich den Benzinhahn zu hatte, wa? Fail! Über der Fail! Ja, man sollte den Benzinhahn noch aufdrehen, wa? So. Okay, danke schön, kann weitergehen. Benzinhahn Fail des Todes, das finde ich immer so komisch bei so Motorrädern, die einen Benzinhahn haben. Da musst du echt immer drauf achten, dass das scheiß Ding offen ist. Das ist auch so ein kleiner Nachteil von so alten Dingern hier. Wisst ihr? Benzinhahn oft zu, Reserve, was ist das, verstehst du? Ich tank meistens nur und dann rinn den Schlons und dann weiter geht's. Und um die Kurven fahren, wa, Alter? Um die Kurven fahren ist natürlich mit dem Ding ekelhaft, ne? Also wir können ja gleich mal einen kleinen Bike-Walkaround machen und uns das Ding mal angucken. Warte mal, ich habe jetzt nichts bei, um das Kennzeichen zu verdecken. Das machen wir andermal. Mir juckt es ja an der Nase. Dann müssen wir uns das andermal angucken. Aber wir haben es ja schon mal gesehen in einem Video von mir. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch, die kennen das Moped, ja? Alter, dieser Federweg, war. Dun, 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 dun. Hey, hey. Red Riding. Na, 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 na. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 2000 Jahre. Eigentlich kann man ja kurz einen Bike-Walkaround machen. Wenn ich mich irgendwo mal hier kurz hinstellen könnte oder hier mal was Freies oder so. Alter, die Geräusche des Todes bei diesem Ding, ja. Ach so. Ups.
da, also diese Fahren, ich bin hier so konzentriert eigentlich, da kann man gar nicht so dolle drauf achten. Wenn ich jetzt ein Moped unterm Arsch hätte, wäre das alles ein bisschen anders. Oh Gott, weil man muss, wie gesagt, ganz schön drauf achten bei dieser Karre hier. Und ich würde sagen, ich stelle mich erstmal gleich irgendwo hin und dann sind wir wieder da. Bis gleich. Da sind wir weit, da sind wir weit, da sind wir weit, da